Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Bomber Friends. Ja, wird auch mal wieder Zeit für Bomber Friends, ich weiß. Ist jetzt vielleicht nicht so das meistgehypteste Spiel bei euch, aber es muss auch gebracht werden, würde ich sagen. Und deswegen machen wir im Einzelplayer weiter. Ich habe aber auch mal gehört, dass angeblich Roboteraufgabe und Mittelalter-Quest auch solche Art Stories sein sollten. Vielleicht machen wir die mal immer so ein bisschen nebenbei zur Abwechslung. Das muss ich mal schauen, was das ist. Aber in dem Part würde ich sagen, geht's noch mal mit der Wüste weiter. Ja, nicht die ganze Zeit so rumfällen. Ja, aber die Wüste passt ja bisher, weil zurzeit ist es ja hier in Deutschland echt übelst heiß. Also von dem her passt die Wüste eigentlich recht gut. Ist bei euch auch so heiß? Es ist sicher hier in der Nähe. Was soll hier in der Nähe sein? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, deswegen winkt er auch so, ne? So, auf jeden Fall sind hier in der Nähe nichts wieder außer Steine. Die kommen ja eh so gerne. Ernsthaft? Oh, Mann. Wow. Bleibt da, bleibt da. Gut. Dö. Als ob. Hä, warum hat die Bombe länger gebraucht als das Schutzschild? Verstehe ich nicht. Okay, wir müssen einfach ein bisschen vorsichtiger agieren, weil ich meine, hier sind nicht viele Blöcke und das Ziel ist, einfach nur einen Key finden in diesen wenigen Blöcken. Vielleicht sollten wir es einfach mal versuchen. So, jetzt gehen wir einfach mal gleich, versuchen wir nach hinten zu gehen. Klar, der Typ ist uns so ein bisschen im Weg, ne? Dieser Ork-Typi. Der ist so ein bisschen das Problem unter den Leutchen. Wir werden immer noch nicht sicher. Ist ja übel. Wow. So, und der Key ist oben. Okay. Oh, es wird knapp. So, aber jetzt dürfen wir es eventuell haben. Wenn wir uns noch ein bisschen anstrengen. Oh, es wird nochmal knapp. Vor allem, weil der campt da ganz gut, der Typ. Und durch. Das war ein bisschen Risiko, weil ich weiß gar nicht, ob die zwei Herzen abziehen. Aber wir haben Risikomodus gemacht und Erfolg gehabt. Das ist gut. Level 52. Ja, wer hätte gedacht, nein, das sind Slimes. Dann kaufe ich mir diese TNT-Teile. So, der Slime, der muss schnell weg. Weg mit der Bombe. Schnell, schnell, schnell. Gut. So, der Slime wird schon mal ausgelöscht. So. Jetzt nach hinten rennen. Seht ihr schon den Slime, wie er sich ausbreitet? Ich glaube, hier unten dürfte ich sicher sein, oder? Wow, aber so knapp. So. Der TNT-Ding wird uns schon helfen. Wow, das war gerade ein bisschen knapp. Und diese Steindinger, die machen es mir gerade nicht leicht, ne? Muss ich auch mal so sagen. Die sind schon ein bisschen fies. Mann! Die sind echt fies. Boah, Alter, die treiben sich überall rum. Die sind wie perfekt aufgeteilt. So. Bitte, nein! Als ob der jetzt da war! Mann! Diese Dinger machen aggressiv! Ach Mann! Das ist doch nervig! Diese Viecher sind so behindert! Mann! Ja, dann rennt halt auch mal rein, wenn ihr da schon zu 50 seid. Das ist ja nicht ein guter Multikill. Bleibt da stehen. Nein. Ja, ihr seid schon coole Typen. Denkt ihr zumindest.
Ja, cool für dich, Junge. Du interessierst mich nicht. Oh. Ich sollte da vielleicht auch eine Bombe hinlegen. Sonst hätte der Slime sie eventuell verdrängt. Ist gerade ein bisschen sehr viel Risikoplay, was ich mache. Aber ich bin am Ende am Ziel. Yay. Das ist ja ein nerviges Level. Aber am Ende haben wir es geschafft. Level 53. What the... ist das für ein Level? Kannst du mir noch eine weitere Bombe beschaffen? Oder weitere Bomben? Es ist so gut, viele Bomben zu haben. Ah, jetzt habe ich den Fluch genommen. Oh mein Gott, da kommen rote Bienen raus oder Hornissen. Ich will vielleicht ein Schutzschild haben. Danke. Mein Ziel ist wieder den Key finden. Nein, ich habe mich selbst eingesperrt. Alter, da kommen voll viele Bienen. Wie soll man das schaffen? Das stelle ich mir nicht als allzu leicht vor. Oh mein Gott. Hätte mich fast schon selbst gerippt. Ich weiß halt nicht, wie viele diese Bienen abziehen, ne? Ich hoffe, sie ziehen nicht allzu viel Leben ab. Ich weiß schon, warum der viel haben will, weil hier kommen ja dann so viele Bienen mit der Zeit, dass man möglichst viel schon mal sprengen kann, um möglichst schnell an den Key zu kommen. Und nicht hier so viele Gegner vor sich zu haben. Das Schutzschild wird auf jeden Fall für Notfälle wie jetzt dienen. Alter, ist das eine Bienenarmada. Wir sollten den Keyball finden, ne? Sonst wird es ein bisschen brenzlig. So, wo könnte der denn sein? Mir ist nicht so wohl bei der Sache. 500 tödliche Hornissen. Oh mein Gott, ist das viel. Konzentriert bleiben. Okay, da ist der Key. Das musste ich jetzt so machen, sonst hätte mich dieses Hornissenviech gerippt. Mann, sind die Viecher heftig. So. Level 54. Okay, das sieht wieder nach einem Standard-Level aus. Das sieht wieder so Standard aus wie kein anderes Level. Naja, machen wir halt mal dieses Standard-Level. Oh, bitte spreng ich jetzt nicht das Schutzschild weg. Das Schutzschild steht auf jeden Fall noch, das ist gut. Ich habe sogar schon zwei Stück. So, das habe ich ganz gut gesetzt. Okay, auch wenn leider relativ wenige von diesen Viechern reingerannt sind. Oh, da könnten viele sein. Ja, alle weg. Und zwei Schutzschilder noch. Das ist nice. Damit lässt sich arbeiten. So, wir sind noch relativ schnell, aber gut, wir haben 6 Stiefel. Haben wir auch relativ Herzen, viele, wir können uns sogar eine eigene Bombensprengung ertragen. Könnten wir tatsächlich. Was sehr gut ist. So, die sind eigentlich auch schon RIP. Nice. Nur noch den Key finden. Aber den finden wir gerade nicht. 10 Herzen. Wir sind ja übelst aufgelevelt gerade. 10 Herzen. Voll viel Angriff. Ja, jetzt sind es 9 Herzen. Und der Key ist... ja, genau neben dem Teil daneben.
So. Easy. Haben wir einfach gemacht, ne? Level 55. Ah, schon wieder so ein 0815 Level. Benötigt man drei Schlüssel für ein Schloss? Willst du mich veräppeln? Wer macht unauffällig diese komischen Türen? Ist echt so, ich sehe gerade, dass wir drei Schlüssel brauchen. Das ist ein bisschen viel. Nee, danke. Aber wenn da drei Keys sind, das heißt, dass wir auch relativ oft welche finden werden. Den habe ich ausgetrickst. Mit meiner Unbesiegbarkeit. Da ist eine der drei Keys. Normalerweise würde ich jetzt sagen, ja, easy. Fertig, aber wir haben nur einen Key. Das ist aber schon der zweite. Und wir sind gerade knapp dran. Das ist nicht so gut. Das ist cool gewesen, wie ich ihn da reingelockt habe. Wie gibst du, das war wirklich relativ cool. Na, ja, nice, dass er da noch reingerannt ist. So, ein Key brauchen wir noch. Doch wo könnte der Key sein? Natürlich, das ist jetzt die Frage. Renn nach hinten, das wäre perfekt. Ja, okay, zwei sind. Nein, einer ist weg. Wohoho, war das knapp. Nein, nur noch ein Herz. Oh, wir leben auf dünnem Eis. Jetzt lassen wir auch noch diese Orks frei. Ja, wo ist, könnte der letzte Key sein? Vielleicht hier hinten. Das wäre ganz gut, wenn er hier hinten wäre. Und nicht bei den Orks. Und wenn er hier hinten wäre, könnten wir uns nur noch versuchen, vorbeizusneaken. Das wäre dann ganz gut. Wir brauchen das Herz auf jeden Fall. Aber ich weiß halt nicht, ob die zwei Herzen Damage machen. Diese Typen. Das wäre natürlich auch heftig, wenn die zwei Herzen Schaden machen. Wird knapp. Oh, da ist der Key. Und dann drei Herzen haben wir. Vorbeigelockt. Und Ziel. Ist doch episch. Also das war's nochmal für diesen Part von Bomber Friends. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und wir sind nähern uns auch dem Ende der Welt, das ist ganz gut. Und ich schaue nochmal, wie gesagt, ob dieses Roboteraufgabe oder Mittelalter-Quest auch so Abwechslungen bringen könnte. Und ob wir demnächst halt auch mal wieder online spielen könnten, ne? Also, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, euer Andy Gamer.